Willkommen zurück hier bei Mass Effect. So, wir wollen mal gucken, was denn die Antiquarianerin zu sagen hat. Sagen Sie uns, was Sie gefunden haben. Bei meinen Reisen habe ich Berichte über die Geth gehört. Seit sie mein Volk ins Exil getrieben haben, sind Geth immer im Nebel geblieben. Ich war neugierig. Ich verfolgte eine Geth-Patrouille zu einer nicht verzeichneten Welt. Dann wartete ich darauf, dass sich einer von seiner Einheit entfernt. Ich deaktivierte ihn und entfernte seinen Speicherkern. Ich dachte, die Geth frieren ihren Speicherkern ein, wenn sie sterben. Eine Art Verteidigungsmechanismus. Wie ist es Ihnen gelungen, den Speicherkern zu erhalten? Mein Volk hat die Geth erschaffen. Mit etwas Geschick, Umsicht und Glück kann man manchmal kleine Datenspeicher sichern. Der Großteil des Kerns wurde gelöscht. Aber es gelang mir, einen Teil des Audiospeichers zu retten. Eden Prime war ein bedeutender Sieg. Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Das ist Sarens Stimme. Das beweist, dass er am Angriff beteiligt war. Er sagte, Eden Prime hätte seine Suche nach der Röhre einen Schritt vorangebracht. Kann sich jemand vorstellen, was er damit meint? Die Röhre muss irgendetwas mit dem Sender zu tun haben. Vielleicht geht es um proteanische Technologie, wie eine Waffe. Moment, da ist noch etwas. Saren hat nicht alleine gearbeitet. Ach. Eden Prime war ein großer Sieg. Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Und auch einen Schritt näher an die Rückkehr der Reaper. Ich kenne die andere Stimme nicht, die über die Reaper spricht. Dieser Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Laut Speicherkerninformationen waren die Reaper ein hyperfortschrittliches Maschinenvolk, das vor 50.000 Jahren existierte. Die Reaper haben die Proteaner ausgelöscht, dann sind sie verschwunden. Zumindest glauben die Geth das. Klingt ziemlich weit hergeholt. Die Vision auf Eden Prime. Jetzt verstehe ich sie. Ich sah, wie die Proteaner von den Reapern vernichtet wurden. Die Geth verehren die Reaper als Götter, als Gipfel des nicht-organischen Lebens. Und sie glauben, dass Saren weiß, wie man die Reaper zurückholen kann. Oh, das wird dem Rat gefallen. Das ist ein ziemlicher Hammer. Sie könnten einfach alles ignorieren, was wir ihnen sagen. Was sie auch von dem Rest halten mögen. Diese Audiodateien beweisen, dass Saren ein Verräter ist. Der Captain hat recht. Wir werden es dem Rat vortragen. Und was ist mit ihr, der Quarianerin? Mein Name ist Tully. Sie haben mich in der Gasse gesehen, Commander. Sie wissen, was ich kann. Lassen Sie mich mitkommen. Mir ist jede Hilfe recht. Vielen Dank. Sie werden es nicht bereuen. Anderson und ich gehen voraus und bereiten beim Rat alles vor. Sie können sich kurz sammeln, dann treffen wir uns im Turm. Okay, dann würde ich sagen, dann nehmen wir ihn und Tully. Dann haben wir die beiden dabei. Und wir gehen jetzt mal dahin. Aber ich denke mal, wir werden angegriffen. Ganz stark, denke ich das. Ach, hier sind wir jetzt. Ah, okay. Dann wieder zurück. Sag mal, gibt es hier nicht so ein Schnellding? Nö. Entschuldigung, Commander Shepard. Hätten Sie vielleicht einen Augenblick Zeit für mich? Was haben Sie denn? Sag mal. Commander Shepard, mein Name ist Samish Bhatia. Bitte halten Sie mich nicht für aufdringlich, aber ich weiß nicht mehr, an wen ich mich wenden soll. Was brauchen Sie? Meine Frau war eine Marinesoldatin in der 212. auf Eden Prime. Ich habe beantragt, dass mir der Leichnam meiner Frau für die Urnenbestattung überstellt wird, aber das Militär hat abgelehnt. Ich kann die Sache in der Botschaft zur Sprache bringen und vielleicht etwas bewirken. Für mein Anliegen ist Mr. Bosker verantwortlich. Zuletzt sah ich ihn in der teuren Bar da drüben. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich möchte meiner Frau nur ein anständiges Begräbnis ermöglichen. In der Bar da drüben?
Ja gut, komm, wir kümmern uns jetzt erstmal hier, dass wir das mit dem Präsidium erklären. Das geht jetzt erstmal vor. So, dann gehen wir mal hoch. Na los, Udina legt die Beweise des Quarianers dem Rat vor. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Eden Prime war ein bedeutender Sieg. Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Und auch einen Schritt näher an die Rückkehr der Reaper. Sie wollten einen Beweis. Hier ist er. Dieser Beweis ist unwiderlegbar, Botschafter. Saren verliert seinen Status als Spectre. Und es werden alle Anstrengungen unternommen, um ihn für seine Verbrechen zu bestrafen. Ich erkenne die andere Stimme, die mit Saren spricht. Matriarchin Benesia. Wer ist sie? Matriarchinnen sind mächtige Asari, die letzte Phase ihres Lebens erreicht haben. Asari? Sie werden für ihre Weisheit und ihre Erfahrung verehrt und dienen meinem Volk als Führer und Mentor. Matriarchin Benesia ist eine mächtige Biotin und sie hatte viele Anhänger. Sie wird Saren eine wunderbare Verbündete sein. Ich interessiere mich mehr für die Reaper. Was wissen wir über sie? Nur das, was wir aus dem Gate-Speicherkern herausfiltern konnten. Die Reaper sind eine uralte Maschinenrasse, die die Proteaner ausrottete. Und dann sind sie verschwunden. Die Gate glauben, Reaper sind Götter und Saren ist der Prophet für ihre Rückkehr. Wir glauben, die Röhre ist der Schlüssel, der sie zurückbringt. Saren sucht gerade danach, deshalb sein Angriff auf Eden Prime. Wissen wir überhaupt, was diese Röhre ist? Saren glaubt, sie kann die Reaper zurückbringen. Es ist schlimm genug. Hören Sie sich doch einmal zu. Saren will die Maschinen zurückbringen, die einmal alles Leben in der Galaxie vernichtet haben? Das ist unmöglich. Muss es sein. Wo sind die Reaper hin? Wo sind sie hin verschwunden? Warum haben wir keine Spuren entdeckt, die auf ihre Existenz hindeuten? Wären sie echt, hätten wir irgendwas gefunden. Ich habe versucht, Sie vor Saren zu warnen, und Sie wollten der Wahrheit nicht ins Gesicht sehen. Machen Sie nicht den gleichen Fehler. Das ist anders. Sie haben bewiesen, dass Saren den Rat betrogen hat. Wir sind uns alle einig, dass er die Gate benutzt, um nach der Röhre zu suchen, aber wir wissen nicht, warum. Die Reaper sind offensichtlich nur ein Mythos, Commander. Eine willkommene Lüge, um Sarens wahre Absichten zu verdecken. Eine Legende, die er dafür benutzt, die Gate gefügig zu machen. Moment. Sie hat sie doch gesehen. Vor 50.000 Jahren vernichteten die Reaper die gesamte galaktische Zivilisation. Wenn Saren die Röhre findet, wird es wieder passieren. Saren ist ein verräterischer Agent, der um sein Leben rennt. Er besitzt nicht mehr die Rechte oder Ressourcen eines Spectres. Der Rat hat ihm seine Position entzogen. Das reicht nicht. Sie wissen, dass es sich irgendwo in der Traverse versteckt hält. Schicken Sie Ihre Flotte rein. Eine Flotte kann nicht einen einzigen Mann aufspüren. Eine Zitadellflotte könnte die ganze Region sichern. Halten Sie die Gate davon ab, noch mehr unserer Kolonien anzugreifen. Oder es könnte einen Krieg mit den Terminus-Systemen auslösen. Wir lassen uns doch nicht in eine galaktische Konfrontation hineinziehen, nur wegen ein paar Dutzend menschlicher Kolonien. Ich kann Saren erledigen. Der Commander hat recht. Es gibt einen Weg, Saren aufzuhalten, der keine Flotten oder Armeen erfordert. Nein, es ist zu früh. Die Menschheit ist noch nicht für die Verantwortung bereit, die das Beitreten bei den Spectre mit sich bringt. Ich trat Saren auf Eden Prime gegenüber und entlarvte ihn als Verräter. Ich habe mich bewiesen. Oh je. Yeah. Commander Shepard, vortreten. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hoho. Der Rat hat entschieden, Ihnen alle Befugnisse und Privilegien der Zitadellabteilung Special Tactics and Reconnaissance zu verleihen. Spectres werden nicht ausgebildet, sondern auserwählt.
Individuen, die sich im Dienst und Kampf unter Beweis gestellt haben. Die, die durch ihre Handlungen und Taten über den Rang hinausgewachsen sind. Spectre sind ein Ideal, ein Symbol. Die Verkörperung von Mut, Willenskraft und Selbstvertrauen. Sie sind die rechte Hand des Rats, Instrumente unseres Willens. Spectre tragen eine große Bürde. Sie sind die Beschützer des galaktischen Friedens, zugleich unsere erste und letzte Verteidigungslinie. Die Sicherheit der Galaxie liegt in ihren Händen. Sie sind der erste menschliche Spectre-Commander. Das ist eine große Errungenschaft für Sie und Ihre gesamte Spezies. Ich bin geehrt, Ratsherr. Wir schicken Sie in die Traverse, wo Sie Saren verfolgen. Er ist vor dem Gesetz auf der Flucht. Sie sind also befugt, alle notwendigen Mittel einzusetzen, um ihn festzunehmen oder zu töten. Eine Ahnung, wo ich ihn finden kann? Wir werden alle relevanten Daten an Botschafter Udina weiterleiten. Dieses Ratstreffen wird vertagt. Meinen Glückwunsch, Commander. Es liegt eine Menge Arbeit vor uns, Shepard. Wir werden ein Schiff, eine Crew und Vorräte brauchen. Sie haben jetzt Zugang zu speziellen Ausrüstungs- und Trainingseinrichtungen. Aha. Sie sollten jetzt zur Citadel-Sicherheitsakademie gehen und mit dem Spectre-Ausrüstungsofficer sprechen. Anderson, folgen Sie mir. Ich brauche Ihre Hilfe, um alles hier aufzubauen. Wow. Ich dachte, der Botschafter wäre etwas dankbarer. Er hat Ihnen noch nicht einmal gedankt. Solange ich Saren nicht finde, habe ich gar nichts geschafft. Los! Bin direkt hinter Ihnen, Shepard. Okay. Ja, das ist doch schon mal sehr gut gelaufen, würde ich sagen. Das haben wir doch wunderbar hingekriegt, Freunde. Und dann gehen wir jetzt mal, oder erstmal spreche ich nochmal. Eigentlich wollte ich noch mit dem Anderson sprechen. In all den Jahren bei der Sicherheit hatte ich nie die Gelegenheit, einer Zusammenkunft des Rats beizuwohnen. Vor 300 Jahren vertrieben die Geth mein Volk ins Exil. Wir baten den Rat, diese Androiden auszulöschen, aber er ignorierte unsere Bitten. Vielleicht wären wir jetzt nicht hier, wenn sie auf uns gehört hätten. So, wir gehen jetzt mal runter. Und guck mal, wo dieser... War das im Präsidium? Ich wollte gar nicht... Nee, da muss ich glaube ich nicht hin, ne? Ich glaube, ich muss in die Bezirke. Und zwar in den Sicherheitsdienst. Sie? Mensch! Sind Sie Shepard? Das bin ich, Commander Shepard. Ich heiße Rex. Utnod Rex. Der Shadow Broker hat mir viel Geld gezahlt, um Fist loszuwerden. Nur, sie waren schneller. Fist zu erledigen war Teil meiner Untersuchung. Wenn ich für einen Job bezahlt werde, bringe ich ihn zu Ende. Allein. Mir gefällt nicht, wo das hier hinführt. Aber ich habe diesen Job nicht beendet, Shepard. Das waren Sie. Also gehört das Geld Ihnen. Sie bezahlen mich dafür, dass ich Fist getötet habe? Ich werde mich nicht mit den Lorbeeren eines anderen schmücken. Ich habe die Bezahlung auf Ihre Konten überwiesen. Oh. Ich fand's gut, wie Sie mit Fist umgegangen sind. Jetzt höre ich, dass Sie hinter Saren her sind. Ich dachte, ich sollte vielleicht mitkommen. Wir nehmen Sie mit, Rex. Gute Entscheidung, Shepard. Ah. Ich kann ja nicht alle mitnehmen, ja. Okay, aber wir müssen ja noch den Sicherheitstraining absolvieren. Ist jetzt die Frage, wo ist das? Hier unten? Schauen wir mal.
Wie sieht es aus, Garrus? Ist dies besser als die Zitadellsicherheit? Einen abtrünnigen Spectre zu bekämpfen, wobei unzählige Leben auf dem Spiel stehen und es keine einschränkenden Regeln gibt? Ich würde sagen, dass es die Zitadellsicherheit um Längen schlägt. Es könnte doch noch Hoffnung für Sie geben, Turianer. Hey, ich kenne Sie. Sie sind Shepard, nicht wahr? Ich habe das Monument auf Akuse gesehen. Dort gibt es einen ganzen Abschnitt über Sie. Unglaublich, dass Sie überlebt haben. Offenbar haben Sie einen Fan. Tut mir leid. Ich hätte nur nie gedacht, dass ich Sie mal persönlich treffe. Ich heiße Lang. Officer Eddie Lang von der Zitadellsicherheit. Eddie Lang. Es ist eine Ehre, Sie kennenzulernen, Commander. Was machen Sie hier unten in den Bezirken? Kann ich Ihnen helfen? Was wissen Sie über die Spectres? Nur das, was Sie in den Videos zeigen. Sie stellen sie immer als Superagenten dar, die bei geheimen Missionen die Galaxis retten. Aber ich weiß, dass die Wirklichkeit anders aussieht. Einige der anderen Jungs von der Zitadellsicherheit mögen sie nicht besonders. Sie finden, sie dürfen nicht so oft hart an der Grenze des Gesetzes operieren. Aber der Rat würde sie nicht einsetzen, wenn sie nicht gut wären, oder? Ja, das hat was. Warum sind Sie bei der Zitadellsicherheit? Ich weiß nicht, es schien das Richtige zu sein, wissen Sie? Vielleicht liegt es mir im Blut. Mein Großvater war Polizist auf der Erde. Die Zitadellsicherheit ist so ähnlich, nicht wahr? Die Polizei auf der Zitadell. Ich bin noch recht neu, aber bisher gefällt's mir. Ist viel interessanter, als auf der Erde zu bleiben. Man trifft alle möglichen coolen Aliens, wie diese Hanar, wild. Und die Zitadellsicherheit wird hier sehr respektiert. Wir halten das Gesetz aufrecht. Das wissen sogar Aliens zu schätzen. Na, guck mal. Wie gefällt es Ihnen, hier auf der Zitadell zu arbeiten? Hier ist es unglaublich. Ich bin seit über einem Jahr, aber hier unten in den Bezirken gefällt es mir besser. Irgendetwas passiert hier immer. Wie dieser neue Club, der vor einigen Monaten aufgemacht hat. Da ist vielleicht was los, Commander. Das sollten Sie sich mal ansehen, wenn Sie Zeit haben. Ich muss gehen. Genau, Sie sind wahrscheinlich sehr beschäftigt. Man sieht sich, Commander. Aber wir müssen ja noch eigentlich mit irgendeinem sprechen, der uns... Mach dir nichts vor. Es ist noch größer, als es von hier aus aussieht. Woher willst du das? Der uns ausbildet. Ich habe... Dann gehen wir mal zum Aufzug nochmal zurück. Okay. Angesichts des kürzlich erfolgten Angriffs auf Eden Prime ziehen viele koloniale Investoren ihre Unterstützung für zukünftige Projekte zurück. Befürworter der ausgedehnten menschlichen Kolonialisierung bestehen darauf, dass Eden Prime einen Einzelfall darstellt. Aber dennoch gehen die Anmeldungen der Kolonisten drastisch zurück. Viele koloniale Angebote sind eingefroren, bis es eine Zusicherung gibt, dass menschliche Kolonien auch angemessen geschützt werden. So was? Kann uns mal einer helfen, wo wir hier hin müssen? Außerdem leugnet Exogeny noch immer Berichte, dass eines ihrer Erkundungsteams im Hades-Gamma-Cluster verschwunden ist. Als wir uns erkundigten, warum die Kommunikation zum Erkundungsteam plötzlich abbrach, verweigerten Firmenvertreter jeden Kommentar. Nee, da wollte ich jetzt gar nicht hin. Eigentlich müssen wir jetzt zu dieser Akademie. Ein salarianisches Ausgrabungsteam ist nach Freilegung einer proteanischen Ausgrabungsstätte auf ein unerwartetes Problem gestoßen. Hanar-Protestanten blockieren die Der labert, ne? Also redet und redet und redet. So, wir gucken mal, wo wir jetzt hier hin müssen. Weil irgendwo muss ja hier dieses Training sein.
Ah, hier ist was. Sekunde, ich hab sie gleich. Sehen alle immer gleich aus, wie Aritianer? Commander so? Shepard, mit dem Allianzmilitär hier. Das erste Mal auf der Zitadelle, stimmt das in etwa? Woher wissen Sie das alles? Ich bin der Zitadell-Sicherheitsrequisitionsoffizier. Ich muss sicher gehen, dass unsere Käufer autorisiert sind. Also, darf es heute etwas für Sie sein, Commander Shepard? Ja, ich bräuchte ein bisschen Vorräte. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Hört sich gut an. Bin gleich soweit. Oh, da muss ein Fehler vorliegen. Das System sagt mir, ich soll Ihnen unsere ausgesuchte Ware anbieten, Spectre? Ich habe davon gehört, aber ich wusste nicht, dass Sie da sind. Tut mir leid, Commander. Ich muss jetzt los. Alles klar, Commander. Schönen Tag noch. Moment. Hallo, Commander. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Ich zeige Ihnen die guten Sachen, Commander. Viel Spaß damit. Ah, jetzt geht's los. Ein Präzisionsgewehr. Okay, wir haben nur 2000. Da können wir uns nicht viel von kaufen, würde ich sagen. Okay. Da können wir uns gar nichts kaufen. Eine Lizenz. Können wir mal kaufen. Aber mehr können wir auch nicht kaufen. Alles andere ist teurer. Hallo, Commander. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Ich zeige Ihnen die guten Sachen, Commander. Okay. So, ich würde sagen, wir speichern hier mal. Sicher ist sicher. Jedes Mal, wenn ich die Zitadell besuche, bringt mich die Sicherheit für einen netten Plausch her. Ja, ihr Lieben. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge weiter und dann geht's auf die Jagd. Bis dahin erstmal ciao. In der nächsten Folge wieder, meinte ich natürlich. Oh Mann. Bye-bye.